Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Odin war einkaufen, diesmal in Spaß kostet Spezial. Ich habe bei Spaß kostet kräftig eingekauft, weil das ist so, und ein Pullover von Spaß kostet, den haben sie auch noch. Ja, lieber ein Wolf Odins als ein Lamm Gottes. Ihr seht, der ist ein bisschen eng, deswegen habe ich mir Pullover bestellt in etwas größer und T-Shirts für abends für Stream. Weil ich ja, und ich habe noch, im Schrank habe ich noch von Spaß kostet Größe L und XL. Jetzt habe ich mir 3XL bestellt. Ich bräuchte eigentlich nur 2XL. Habe aber auf Nummer sicher, soll ja locker sein. Ich habe auch nachgefragt, weil, ich habe jetzt mein Handy nicht hier, weil viele von euch ja im Stream gefragt hatten, wo ich dieses Skull-T-Shirt, also mit dem Wikinger, der anstößt, anhatte, wo ich das her hatte. Das habe ich auch von Spaß kostet. Das weiß ich gar nicht mehr. Habe ich es auch direkt auf der Seite gekauft oder bei Amazon? Ich glaube eher bei Amazon. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Aber das gibt's nicht mehr. Das Motiv ist raus. Und da habe ich dann nochmal angefragt, wie es aussieht, wegen älteren Motiven. Auch wie mit dem Odin, mit dem blauen, also weiß Odin geschrieben und dann mit der blauen Umrandung und dann, was ich als T-Shirt und als Pullover habe. T-Shirt so ja zweimal in L, XXL und als XXL Pullover. Als Dünnpullover ohne Kapuze. Lieber mit Odin in Valhalla saufen, als mit Jesus im Himmel Wasser zu trinken oder sowas. Und was war noch? Irgendein Motiv war noch. Achso, mit dem Jesus, was hinten drauf war. Vorne Odin statt Jesus, hinten Jesus, wie er so halb zerfressen ist. Und dann unten drunter, wo ist denn Gott? Da habt ihr auch nachgefragt. Die Motive sind ja nicht mehr da und alte Motive kommen nicht mehr wieder, haben sie gesagt. Also da ist, wenn es weg ist, ist weg. Deswegen immer rechtzeitig zugreifen, weil das ist halt, manche Motive kommen halt, bleiben halt eine bestimmte Stückzahl da und dann sind sie weg. Was sehr schade ist, weil da sind richtig geile Motive mit bei gewesen. Und, also damals. Aber es kommen halt auch immer wieder geile neue Motive dazu. Und da hatte ich dann halt mit denen geschrieben. Um nachzufragen, wie das aussieht. So. Oh, das ist eine ganze Ladung voll. Ich hole das jetzt erstmal alles raus hier. Ich fange mal mit den obersten am besten an. Ich weiß ja, ich habe auch, bei meinen Abonnenten sind auch viele alte Säcke mit bei. So wie ich. Und die kennen alle noch bestimmt Dimple Mainz, durstige Männer. Und das Cover müsst ihr euch jetzt mal vorstellen, so bildlich, vor eurem Auge. Dimple Mainz, durstige Männer. Jetzt zeige ich euch was und das hat mich so ein bisschen an dieses Cover erinnert. Ist nicht genau das gleiche, aber vom Stil, vom Totenkopf her. So. Ach, hier ist meine Rechnung. So, da haben wir hier einmal, ich muss euch mal ein bisschen so ranholen, dann kann ich euch das besser zeigen. So, hier oben steht in Runen Odin, also O-D-I-N, also was aussieht wie ein X, ist ein N, das ist das 18er Futag, wonach ich auch meine Tochter auf meinem Arm habe. Und ich habe ja auch Odin hier lang runter tätowiert im gleichen, weil bei den Runen gibt es halt das 18er Futag, das ist ein ABC mit 18 Buchstaben sozusagen, auf wie Deutsch gesagt, und es gibt ein 24er und gibt verschiedene Abwandlungen, und ich mag eher das ältere. Deswegen hat mir das so gefallen. So, seht ihr das? So. Und hier halt, da seht ihr das, so ein Totenkorb. Und zwei Äxte. Und hier unten steht dann, muss mal gucken, dass ich euch das vernünftig sagen kann. Ich sehe das halt nicht. Wir tolerieren jeden Feind. Und hinten Odins Horden. Geil, oder? Also jetzt nicht in Runen, sondern in normaler Schreibschrift. So ein bisschen. Ich find's geil. Ich find's richtig geil. Und ich habe mir eine 3XL bestellt, dass ihr das auch sehen könnt. Ja. Und die Qualität, ich bestelle jetzt schon so viele Jahre bei Spaß kostet, direkt auf der Webseite oder wenn ich gerade eine Amazon-Bestellung habe und sage, ach, ein Pullover oder ein T-Shirt noch mit dazu und so, dann bestelle ich auch mal über Amazon. Das ist immer halt unterschiedlich, mal da, mal da.
Und die Qualität ist wirklich erstklassig. Ich hatte, warte mal, lass mich mal überlegen. Jetzt haben wir 2019. Oh, der Odin-Pullover, der ist ja auch schon. Da war die Große noch im Hort, im Kindergarten. Das war vor. Fuck. 7 Jahren in etwa. In etwa. 6, 7 Jahre her. Genau weiß ich es nicht mehr. Da hatte ich mir, wie gesagt, ich hatte ja das T-Shirt schon, da habe ich mir diesen Odin-Pullover bestellt. Das ist das einzige Mal, wo in den ganzen Jahren bei Spaß kostet, was passiert ist, und da hat sich die Naht hier oben so ein bisschen aufgelöst. Dafür kann Spaß kostet nichts, überhaupt nichts. Das halt lag am Pullover. Ja, also die kaufen ja auch nur einen bedruckten, und das ist halt auch erst nicht gleich passiert. Das ist erst so nach dem ersten Tragen passiert, dass es dann so aufgegangen ist. Und dann habe ich gesagt, habe ich da mich gemeldet und habe gesagt, hier Fotos gemacht, sag ich, guck mal hier. Da ist Naht auf oben. Und haben sie mir gleich sofort, also ich habe innerhalb von, boah, was weiß ich, 3 Stunden oder so eine Antwort gekriegt. Ja, ist kein Problem, schick uns zurück, wir schicken dir sofort einen neuen. Dann habe ich den fertig gemacht, alle zurückgeschickt, zack, bumm, ein paar Tage später war schon der neue da. Das einzigste Mal in über 10 Jahren, wo ich da einkaufe, ist das einzigste Mal, dass was passiert ist. Und da sind sie sofort auf mich zugegangen und haben gesagt, das ist kein Problem, schick uns und wir schicken. So, dann habe ich hier noch ein T-Shirt. Das ist abgeändert. Da habe ich nämlich nachgefragt und haben sie gesagt, das ist machbar. Weil ich habe gefragt und haben sie gesagt, ja, das können wir machen. Und ja, da habe ich jetzt aus 2 T-Shirts eins gemacht. Wenn ihr euch noch erinnert, ich hatte, boah, wann waren das? Mitte des Jahres hatte ich auch schon mal bei Spaß kostet bestellt. Die Stammabonnenten werden sich daran erinnern, denke ich mal. Und da hatte ich so ein Pullover bestellt, wo vorne Asatru drauf stand, also groß Asatru und Asentreue drauf stand. Und hinten war halt ein Motiv drauf. Mit diesen Adler. Mit den Raben, meine ich. Und die haben jetzt in der neuen Kollektion ein T-Shirt, wo das hinten drauf ist. Mit den 3 Dreiecken. Ich finde das sehr geil. Ja, da seht ihr. Weil meistens machen sie ja, manchmal machen sie ja diese 3 Dreiecke. Ist im Prinzip das gleiche. Die Machart, aber ich finde die halt hier schöner. Die habe ich ja auch im Nacken tätowiert. So. Und da haben wir dann halt einmal das. Und das ist eigentlich ein Rückendruck. Und ich habe gesagt, ich möchte den gerne vorne haben. Und ich habe ja schon ein Schwarz-Weiß-Motiv von einem anderen Shop damals gehabt, wo das so in etwa drauf war und dann stand hier Odin, nee, Odin Germany oder Odins Krieger Germany oder so. Keine Ahnung. Das ist auch schon boah, 15 Jahre her oder so. Ich weiß es nicht. 6 Jahre, 7 Jahre her, ich weiß es nicht. Und hinten habe ich mir dann halt von diesem Asatru-Pullover oder was sie auch als T-Shirt haben, habe ich mir das rauf machen lassen. Ja, auch wieder mit den 3 Dreiecken und mit den Flügeln, so im Schwingen, Torshammer, Totenköppe und mit roten, schwarz-rot mit den Ärmeln. Warte, ich zeige euch das nochmal. Ich werde euch den Shop auch unten drunter verlinken. Vielleicht verlinke ich auch die einzelnen Produkte. Muss mal gucken, wie ich am besten mache. Die haben auch so viel Zeug, aber ehrlich gesagt, ich bestelle immer aus der Wikinger-Reihe. Also wenn ihr auf den Shop geht, ihr könnt auswählen zwischen Mann, Frau, lasst das sein. Gar nicht machen. Überhaupt nicht. Es ist gut, dass es da ist, dass man gleich Mann und dann sucht man sich was aus, dann hat man alles. Ich gehe grundsätzlich, wenn ich im Shop bin, gehe ich oben auf den Button, wo alles angezeigt wird. Und da hat man dann halt, öffnet sich so ein Menü und da hat man dann Tattoo, Wikinger, Osten, witzig, Haufen Zeug drinne. Haufen Zeug. Die Tattoo-Collection, die habe ich jetzt hier, guck, da habe ich auch 2 Sachen gesehen. Ich bin tätowierter Papa und so was alles und ich stehe auf Tattoos oder so, so mit Blau und so was. Das sah auch richtig geil aus. Also wenn es das nächste Mal noch drin sein sollte, ich denke mal nach Weihnachten oder so werde ich nochmal eine Ladung bestellen, dann hole ich mir auf jeden Fall diesmal was aus der Tattoo-Collection, weil sonst habe ich immer aus der Wikinger-Collection bestellt und immer noch zu wenig bestellt. Weil es kostet halt alles auch Geld, logischerweise heutzutage, aber es ist einfach geil. Und dann, man muss auch, und dann gibt es das Motiv nicht mehr und dann ärgert man sich, das ist mir schon so oft gegangen. So, dann noch ein Pullover, nee, ein T-Shirt. Das ist auch eine Zusammenstellung. Da habe ich vorne das hier, auch so mit Totenkopf und so, Nordmann, ja. Sei rau wie die See.
Da würde jetzt auch passen natürlich. Da hatte ich auch vor einem halben Jahr mit dem Totenkopf, der so zur Seite guckt, wo der Bart Pistolen und Gewehre und so sind. Und der hat dann hier oben an der Seite auch die drei Dreiecke und hinten die drei Dreiecke groß drauf. Habe ich auch mal ein Pullover, also ein Video gemacht. Habe ich als Pullover und als T-Shirt, glaube ich sogar. Nee, nur als Pullover. Das muss ich mir auch noch als T-Shirt bestellen. So, jedenfalls das da drauf. Und unten steht auch, wartet. Oh, balla. Ich muss so machen, dass ich das besser sehe. Gnadenlos wie der Sturm und hart und härter als jeder Fels. Und dann halt hier so Totenkorb mit ein bisschen Muster und so. Ich finde das geil. Die lassen sich immer so was einfallen. Ey, das sieht auch. Ich stehe auf Totenköpfe und ich stehe auf Wikinger. Ja, ich bin Asatru, ich stehe dazu. Und bei Spaß kostet, finde ich, immer was. Und hinten habe ich mir das drauf machen lassen. Da seht ihr wieder die drei Dreiecke in etwas anders. Also die heißen Walknut übrigens. So. Und dann haben wir halt hier Walknut. Hier ist der Torshammer. Ja. Hier haben wir einen Totenkopf und Totenkopf. Und ja, hier so Bart sozusagen und außen noch Umrandung. Also geil. Absolut geil. Oh, ich denke mal, eins davon werde ich heute Abend, ist zwar noch nicht gewaschen, werde ich aber heute Abend im Stream tragen. Und ich werde heute Abend noch im Stream noch was Tolles, noch andere tragen. Also wenn ihr das seht, ist der Stream schon gewesen. Weil ich habe mir noch was bestellt. Ich wusste aber nicht, wie die Größen ausfallen. Ich habe mir noch eine Jogginghose bestellt. Und da habt ihr die Möglichkeit, zwischen zwei Jogginghosen zu wählen. Einmal Jogginghose stand da und bessere Jogginghose. Bessere Jogginghose stand, glaube ich, auch da. So. Und da habe ich mir ja eine Jogginghose in 3XL bestellt. Ich muss die gleich mal anprobieren, gucken, ob die passt. Schön gerader Schnitt. Ja, hier steht dann Heiden, steht drauf. Also, wartet mal, da müsste ich das so machen, dass ihr das sehen könnt. Weil viele können ja die Runenschrift nicht. Da steht Heiden. So. Hoppala, wartet mal. Ach, Mensch. Muss ich mal gucken, dass ich das so raufkriege. So. Heiden. Und auf dem anderen Bein Hugin und Munin, wie sie den Christenfisch zerhacken. Geil. Geil. Geil, 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 geil. Habe ich mir, wie gesagt, in der 3XL bestellt. Ich werde es gleich anprobieren und gucken, wie es passt. Weil ich habe schon so viele Hosen anprobiert, Jogginghosen, bei Kick, bei Taco, so bestellt. Und immer passen sie nicht. Mal passt mir eine XL, mal passt eine 2XL, dann habe ich 3XL gehabt, dann habe ich gesagt, nimmst 3XL schön locker. Ja, und passt nicht. Aber im gleichen Geschäft, ihn holt in 2XL oder normal XL, die passt. Also die fallen alle immer so scheiße aus. Und ich habe, das ist die erste Jogginghose, die ich bei Spaß kostet bestellt habe. Und danach richte ich mich denn. Also kann nur sein, dass ich sie zurückschicken muss und noch eine Nummer größer oder eine Nummer kleiner, das weiß ich nicht, das werden wir ja sehen. Und wenn ich da dann weiß, welche Größe, dann kann ich mich danach richten, dann kann ich bei der nächsten Bestellung gleich nochmal ganz gesmooft nochmal eine oder zwei Jogginghosen mitbestellen. So, dann haben wir noch was Tolles. So, das habe ich euch ja. Achso, das hatte ich ja schon mitbestellt. Ja, wenn man vom Teufel redet. Seht ihr das? Das habe ich als Pullover. Ja, das habe ich jetzt. Doch, schon wusste ich gar nicht mehr, dass ich das noch mitbestellt hatte. So. Und hinten halt. Och, ich finde auch geil, hier, dass hier diese Lücken hier mit bei sind. Seht ihr da? Als wenn das halt so. Da, seht ihr das? Als wenn es nicht richtig aufgedruckt ist, aber das soll so sein. Das ist beim Pullover genauso. Finde ich geil. So auf alt gemacht, voll geil. Ach, witzig, müsst ihr auch mal reingucken. Die haben auch ganz viele witzige Shirts und Pullover und so was alles. So, dann haben wir noch mal einen. Odins Horde. Nee, Quatsch, das ist der. Das ist der andere. Genau, das ist das Original. So, wartet mal, das kann ich euch mal zeigen. Bam, 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 bam. So. Und so, das ist praktisch das T-Shirt. Ja, seht ihr das? Das ist hinten. Das ist vorne. Und ich habe euch ja gesagt, dass das ein Rückendruck ist. So, und das ist praktisch eigentlich so. So, vorne mit dem Totenkopf und den Hörnern. So, Heil Odin und viel Feind, viel Ehre, viel Ehr.
Und dann halt hier mit den, oh, mit den Äxten, also das kann man hier schlecht erkennen, das sind hier so Äxte, sonst sieht man das. So. Und hinten ist dann das so drauf. Also das, was ich mir auf T-Shirt vorne machen lassen habe. Ja? Aber ich dachte, beim Pullover kommt das vielleicht cool, wenn ich das so lasse. Ja. Und das sind es meine Bestellung von Spaß kostet. Muss ich noch schnell sortieren hier. Ein, zwei T-Shirts, eine Hose, die wollen wir ja gleich anprobieren. Aber das mache ich nicht im Stream. Drei T-Shirts und einen zweiten Pullover. So, dann habe ich auch wieder Pullover. Ist auch warm, wir sind gerade erst rein, wir sind die ganze Zeit unterwegs. So, habe ich auch wieder Pullover, die mir ein bisschen mehr passen. Ich glaube, den werde ich mir auch nochmal in einer 3XL. Aber ich hoffe ja, dass ich abnehme. Beim Abnehmen ist es immer nicht so ein Problem. Wenn du da XL, 3XL hast, dann sind die T-Shirts halt locker. Und für zu Hause, für den Stream ist das halt super. Und dann habe ich noch die alten, die mir passen würden, dann wieder, die halt nicht weggeschmissen. Und ja, kann man ja immer noch nochmal neu bestellen. Aber ich bin euch gespannt auf die Hose. Ich bin so gespannt. Ah, guckt mal. Jetzt sehe ich ja jetzt erst. Bei der besseren, da hast du unten so einen Reißverschluss am Bein. Das ist cool. Also an beiden Beinen. Auch der Bund ist ziemlich dick. Eine dicke, fette Kordel. Und die Kordel geht auch durch, weil bei der jetzt die Hose, die ich jetzt anhabe, da geht die Kordel nur von der Hälfte an nach vorne. Und dann kann man halt nur die vordere Hälfte zusammenraffen, wo sie bei mir hier schon kaputt gegangen ist. Und ja. Auch schön dicker Stoff. Ach, eine Tasche haben wir auch hinten. Vorne auch, geil. Ah, da bin ich mal gespannt. Da bin ich mal gespannt. Die werde ich gleich anziehen. Oh, so, Entschuldigung, ich schwitze. So, wie gesagt, ach so, wartet mal. Ich habe mein Handy hier vorne. Wartet mal, kann ich euch gleich sagen. Ich werde das wieder vergessen. Ich werde das natürlich auch in die Videobeschreibung packen. Ich werde euch den Link zur Webseite drunter packen. So wie immer, wenn ich bei Spaß kostet bestellt habe. Spamfutter, nee, Posteingang. Ich habe gedacht, vielleicht haben sie ja irgendwann mal Bock, wenn sie, vielleicht sehen sie das Video ja irgendwann und sagen, hey geil, wir wollen dich sponsern aus der Wikinger Collection, kannst abends immer unsere Klamotten tragen und draußen, wir schicken dir alle zu. Das wäre geil. Und immer wenn was Neues kommt, würde ich das auch kriegen. Ey, das muss ich echt sagen, das wäre geil. Muss ich echt gestehen, weil ich liebe Spaß kostet. Ich weiß, es klingt doof, aber es ist nun mal so. Ich gucke gerade noch, wo die E-Mail war. Weil ich habe ja extra nachgefragt für euch. Und weil auch immer viele gefragt haben beim letzten Mal, wann ist denn wieder Aktion? Ach so, jetzt war auch übrigens eine Aktion. Normalerweise kosten die T-Shirts mehr in der Größe, wo ich sie bestellt habe. Ich habe sie jetzt pro T-Shirt 17 Euro bezahlt. Und auch einige Pullover waren im Angebot. Hier ist das Logo von Spaß kostet. Ich finde aber, ich habe schon eine Thumbnail fertig gemacht, die habe ich von damals noch. Das ist so wie mein Odin war shoppen. Bloß, dass auf der Shoppingtüte Spaß kostet Logo ist, mit das alte Logo, wo unten aussieht wie so ein Schlagring. Das ist auf der Tüte drauf und das werde ich auch wieder nehmen. Bam, 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 bam. Ach so, hier haben sie noch meine E-Mail mit dran, ne? Wo ich gesagt habe, Artikel-ID, also kann ich euch ja mal erzählen, also praktisch, was geändert wurde, der T-Shirt. Also Artikel-ID ist 71684, Männer-T-Shirt, Wikinger, viel Feind, viel Ehre, Rückendruck nach vorne und auf Rücken Motiv von Artikelnummer, also das Asatru-Ding, also dann findet das wieder, ist 66863. Männer-T-Shirt Asatru. Und Rückendruck nach vorne bei Artikel 71101. Oh Gott, jetzt meine Augen, jetzt mir das Auge gelaufen.
So, wie gesagt, den packe ich euch drunter. Also ich wollte ja noch gucken, Mensch. Ich werde das natürlich auch in die Videobeschreibung machen. Das war irgendwie jetzt demnächst, Ende des Monats oder so. Dass ich da auch nichts Falsches sage. Und haben ja schon einige letztens auch bestellt. Wo ich das Odin-Shirt damals mir bestellt hatte, da hatte ich es ja, da, kurz danach hatte ich es ja nochmal bestellt, da war so eine Aktion bei Spaß kostet. Und da hat man für T-Shirt, boah, ich weiß gar nicht mehr, was ich da bezahlt habe, da war ein richtig heftiger Rabatt. Und da hatte ich auch extra ein Video damals gemacht und da haben auch, weiß ich, von ganz vielen von euch, dass die dann zugegriffen haben und, ach, hier haben wir's. Und auch bestellt haben. Und bis jetzt kam immer geil, geile Qualität, top zufrieden. Also ich habe da noch nie was Negatives gehört. Wartet mal hier. Kopieren. Ich habe die erste, ich habe irgendeine E-Mail übersprungen. So. Ah, hier haben wir es. Kommt vielleicht eine Weihnachten nochmal eine Rabattaktion? Habe ich gefragt und da hat er geantwortet. Oder sie, ich weiß es nicht. 22. bis 24.11. 20% Rabatt auf alles. Nur im Shop. Also, das heißt nur im Shop bei denen auf der Webseite. Also bei spaßkostet.de. Link in der Videobeschreibung. Ich kriege kein Geld dafür. Nicht, dass ihr denkt, hier, die bezahlen mich oder irgendwas. Nein, ich habe alles selber hier, Rechnung, alles selber bezahlt. Über 100 Euro. Wie viel genau, sage ich euch nicht. Da werde ich wahrscheinlich auch nochmal bestellen. Vom 22. bis zum 24.11. Ja, das Ende des Monats. Ich glaube, da muss ich auch nochmal bestellen. Also ich werde mal gucken, wegen der Jogginghose. Wenn die wirklich so geil passt, wie ich hoffe und denke, dann werde ich auf jeden Fall zum 22., 24. nochmal machen und nochmal zwei Jogginghosen bestellen und vielleicht noch ein Pullover und ein T-Shirt oder so. Müssen wir mal gucken. Weil bei 20% Rabatt, das kann man sich nicht durch den Lappen gehen lassen. So. Das kostet eigentlich auch was. Also hier, wenn man so wie ich jetzt hier aus zwei T-Shirts eins macht, das weiß ich aber jetzt nicht im Kopf. Das hatten wir per Mail und dann habe ich das einfach überwiesen. Also das Nachträgliche. Egal. Ich hoffe halt, also wie gesagt, ihr könnt auch mit denen schreiben und sagen, hey, geht das und das und das. Und dann schreiben die euch, ja, das geht, nein, das geht nicht. Oder das Motiv ist raus. Also ich konnte auch nur aussuchen aus Motiven im Shop. Also was jetzt nicht mehr im Shop ist, ja, fand ich auch ein bisschen schade, muss ich sagen. Cool, dass sie die gemacht haben, klar. Aber schade, dass es nur Motive aus dem Shop wären, weil wenn Motive gewesen, die nicht im Shop gewesen wären, auch ältere Motive, dann hätte ich, die haben so ein geiles Motiv mit einem Wikinger drauf, ich glaube so ein Totenkopf, ich weiß es gar nicht, so bräunlichen Rand so ein bisschen und dann steht hier an der Seite Valhalla. Und dazu dit mit, wo ist dein Gott jetzt mit dem zerfressenen Jesus auf dem Rücken. Geil, geil, hätte ich auf jeden Fall, aber egal. So. Nichtsdestotrotz, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, ich weiß, es war ein bisschen lang. Ich schreibe euch in die Kommentare auch, pinne ich oben den ersten Kommentar an, ob die Jogginghose passt hat oder nicht und pinne ich euch unten drin an. Wir sehen uns im nächsten Livestream, im nächsten Video, was weiß ich, Autofahr-Vlog oder ist ja noch einiges offen. Ich wünsche euch was. Däumchen wären Träumchen. Fragen natürlich in die Kommentare. Ich werde mein Bestmögliches tun, euch die zu beantworten. Ich bin dann weg. Bis zum nächsten Mal. Ahoi. Seid euer Odin. Einen wunderschönen. Da bin ich auch schon wieder mit einem kurzen Zwischenbericht noch hinten angehangen. Ich habe die Hose jetzt schon an. Ich werde sie euch gleich zeigen. Die ist saubequem. Aber da könnt ihr ruhig in einer XL bestellen. XXL, 2XL reicht aus. Also wenn ihr obenrum 3XL habt, reicht unten 2XL aus. Die fällt sehr groß aus, aber ist sau bequem und schön warm. Ich zeige die euch jetzt mal. Ich muss nur das Bild erstmal drehen, dass meine Tochter was sieht. Die macht Kamerafrau. So. Sieht man ja, also die wird garantiert beim Waschen noch minimal einlaufen. Aber wir haben hier eine Tasche. Wir haben hier auf der anderen Seite noch eine Tasche. Da habe ich jetzt mein Handy drin. So. Und hinten haben wir halt ohne Tasche. Ist wirklich sehr warm, sehr bequem. Auch der Bund ist, der ist schön dick.
Kann man ja hier sehen, schön dicker Bund. Also nicht so meine Wampe beachten, aber schön dicker Bund. Sehr schön, sehr toll. Tragekomfort, erste Sahne, schön bequem. Nichts Kratzendes, nichts irgendwie Negatives oder so. Da weiß ich jetzt schon mal Bescheid. Ich werde Ende des Monats, wenn die Aktion ist, werde ich auf jeden Fall ja, nochmal die gleiche Hose bestellen und vielleicht noch davon zwei andere Hosen oder so. Mal gucken. So, das soll's jetzt auch. Muss mich jetzt zeigen. So, ja. Gut, gucke, dass du mich siehst. Das soll es jetzt auch wirklich gewesen sein mit dem kurzen Zwischenbericht noch. Hoffe, hat euch gefallen. Däumchen wären Träumchen. Wir sehen uns im nächsten Video. Ich werde die heute Abend beim Stream anziehen. Ich werde die jetzt einfach anlassen. Die ist geil. Und wir sehen uns. Bis dahin. Ahoi. Sagt euer Odin.